Wer weiß alles? Guten Morgen zu einer neuen Folge. Wer weiß alles? Heute mit Dave! Und Benny Wolter. Guten Morgen, Amerika! Verpiss dich! Alles klar, was geht bei euch? Unter der Folge mit Fresh Torge hat uns ein toller Kommentar erreicht. Und ich freue mich wirklich, diesen Kommentar vorzulesen, Benny. Ohrenspitzen, ja. Hörgerät auf laut, der wird toll. Harald Bull 1558 schreibt, ist ein Siebenzeiler, also bitte bring Zeit mit. Bei Benny und Dennis finde ich es einfach super, dass sie so zuschauernah und relatable sind. Jede Person, die hier zuschaut, kann ganz aufrecht und eindeutig sagen, dass sie für die Quizzes genauso viel wissen und bei Interviews genau gleich eloquent moderieren würden. So ist es richtig. Wir verstehen uns nicht, wir lernen nicht, sondern wir sind einfach blöde. Der Mann hat Abitur. Abitur. Hast du Abitur? Ja. Okay, alles klar. Ich würde sagen, Daumen nach oben. Los geht's. Alle Profimannschaften, bei denen Zlatan Ibrahimovic gespielt hat. AC Mailand. Real Madrid. FC Barcelona. LA Galaxy. Ja! Alter, Ibrahimovic ist ja schon mir ein Begriff, aber bist du kein Fußballfan? Absolut nicht. Weil das ist ja eine Frage, die weiß ja wirklich fast jeder. Ja, ich habe gerade eben auch Messi und Ronaldo gefragt oder einfach gelogen. Ja. Du bist kein Fußballfan, also nicht? Überhaupt nicht. Wir hatten vor kurzem Lukas Podolski bei uns, den kennst du aber, solche Legenden, oder? Aber nur wegen dem Eis. Top. Ja, und wegen dem Döner und dem Festival und den anderen Sachen. Top. Die 10 Länder mit dem größten CO2-Ausstoß weltweit. United States of America. Deutschland. China. Indien. Japan. Afrika. Bangladesch. UK. Das ist nicht unser Thema. Wir achten darauf nicht. Achtest du auf deine Umwelt? Absolut nicht. Nee, ne? Ich habe noch ein paar Jahre vor mir. Die lebe ich so, wie ich leben möchte, wie Robert Geis. Und ja, wenn ich dann was in die Luft puste, ist das mir doch egal. Okay, alles klar. Dave, du hast 950.000 Abonnenten, bist seit 10 Jahren aktiv. Das heißt, wir haben ja fast gleich angefangen. Wir sind 2010 aktiv. Denkst du manchmal, Mensch, ich hätte die 1 Million Abonnenten gerne noch innerhalb von einem Jahr erreicht? Wie Gewitter im Kopf oder so? Oder bist du ja, stolz auf deine wachsende Community? Ich bin sehr stolz. Mhm. Und vor allem haben die ersten 7 Jahre meiner 10-jährigen YouTube-Laufbahn niemanden interessiert. Mhm. Nicht so wie bei euch, wo es immer ein bisschen mehr wurde. Ja, aber ich bin unheimlich happy. Hast du immer das Gleiche gemacht? Und was hast du denn in den ersten 2 Jahren für Videos gedreht? Ich habe angefangen mit iPod Jailbreak-Videos. Ah, okay. Aber solche Dinger können doch plötzlich 1 Million Klicks haben. Ja, wie bei Felix Barr. Ja, zum Beispiel. Grüße war auch schon hier, wer nicht. Okay, weiter. Alle Buchstaben der mittleren Buchstabenreihe einer deutschen Tastatur. B. Theodor. S. Ah! Damit geht der erste wieder nicht. Keine Ahnung, ich gucke mir die Tastatur nicht an. Ich tippe einfach so, ohne hinzugucken. So viel, ich bin die Arzt. Sollte das iPhone quer halten und so tippen? Kann man ja auch bei WhatsApp oder so. Gibt es so Leute, die das machen? Seid ihr da draußen so welche Leute? Dann bitte deabonnieren. Danke. Weiter. Alle deutschen Großstädte mit H. Hamburg. Hannover. Hannover. Hagen. Boom. Halle. Hameln. Scheiße, keine Ahnung. Heidelberg, oder? Heidelberg, Heidenheim, oh mein Gott. Ja, schwache Leistung. Sehr schwach. Also von mir vor allem. Ja, das ist aber okay. Wie machst du Urlaub, wenn du mal Urlaub machst? Mallorca. Mallorca, Ballermann? Nee, im Norden. Also schön so in die Buchten reinspringen, so Cala Mayor und so. Ja, ja, genau. So Schnorcheln. Port Poyenza. Port Poyenza, genau. Esse ich ganz gerne scharf und als Calzone. Nächste Runde. Songs von Sido als Leadmusiker, die es in die offiziellen deutschen Singlecharts unter die Top 10 geschafft haben. Bilder im Kopf. Schlechtes Vorbild. 1000 Tattoos. Mein Blog.
Ja! So, hörst du Sido? Gelegentlich. Welche Promis hast du schon getroffen, wo du dachtest, boah, krass, dass ich ihn treffe? Jens Knossalla. Ja, natürlich. Eine absolute Legende. Knossi ist natürlich ein cooler Typ. Geht in eine tolle Richtung, eure Show. Ja, oh, das steht dir leider. Leider geil, ne? So eine Erweiterung des Gehirns. Ja, das machen wir. Rückwärts, rückwärts. Die Kappe mal kurz machen. Boah. Ja, ah. Ja, das ist der alte Blick von früher, ja. Ja, vielen Dank für dieses ich bedanke mich. Spiel. Weiter! Die 10 beliebtesten Pizzen in Deutschland. Margarita! Hawaii! Salami! Donno! Funghi! Quattro formaggi! Meeresfrüchte! Spinat! Keine Ahnung, was esst ihr denn für Pizzen? Pizza grundsätzlich, Fastfood, dein Ding oder eher nicht? Wunderbar. Ja, Burger ist mein Daily Driver. Ist das so? Aber du bist auch wahrscheinlich so ein Stoffwechsel. Du bist ein Verbrenner, du bist so ein Stoffwechseltier. Ich muss die Pizza nur angucken. Ist so. Hast du irgendwie einen Tipp für mich, was ich machen kann, um meinen Stoffwechsel anzukurbeln? Überhaupt nicht. Okay. Ihr da draußen bitte, schreibt mal rein. Ich bin am Leiden. Ich leide, ich platze. Los geht's. Alle deutschen Bundesländer. Nordrhein-Westfalen. Rheinland-Pfalz. Hamburg. Berlin. Thüringen. Bremen. Saarbrücken. Sachsen-Anhalt. Niedersachsen. Saarland. Bayern. Bremen. Hessen. Hessen. Ah, ja! Sehr stark. Kurzer Punktestand. 1-1-2. 1-1-2, auch die Nummer des Notrufs, könnt ihr gerne wählen. Wenn das Video euch hier gerade zu heiß ist, wenn ihr eine Abkühlung braucht, pssst. Vorsichtig da draußen. Echt, mich nervt ihr. Alle Darsteller, die den Joker gespielt haben, nicht gesprochen, sondern gespielt. Keith Haring. Heath Ledger. John Jeff. Keine Ahnung. Ach so. Jack Nicholson wollte ich sagen. Jack Nicholson, Joaquin Phoenix. Ich habe noch nicht einen Film davon gesehen. Ich kenne noch nur die frühen Filme aus den 90ern. Da, ab du da kennst Batman, oder? Ich kenne Batman. Also ich habe noch nie einen Film gesehen. Ich bin full YouTube. Ich hatte keinen Fernseher in meinem Zimmer, ich hatte aber einen Laptop, seitdem ich 10 war. Und weißt du, was ist die tollste Superkraft von Batman? Dass er Feuer spucken kann, das ist das Beste. Das Leuchtschild. Ja. Ich habe Matchball, wenn ich nochmal so richtig gut bin, dann habe ich gewonnen. Okay, los geht's. Die meistgeschauten englischsprachigen Netflix-Serien 2022. Bridgerton. Wednesday. Paris, One Night in Paris. Was? One Night in Paris? Emily in Paris. Stranger Things, Ozark, The Watcher. Ja, gut. Ja, ich bin auch kein Serien. Hab ich gewonnen, weil ich angefangen habe? Nee, du hast ja auch falsch antwortet. Ich bin aber auch persönlich kein Serien- und kein Filmfan. Ich auch nicht. Ich kann mich da irgendwie nicht. Kein Serien- und kein Filmfan? Nur noch TikTok. Ihr könnt uns gerne reinfolgen, aber das macht echt süchtig. Ich habe mich jetzt selber so ein bisschen. Ja, dabei ertappt, wie ich morgens früh schon TikTok oder soll ich lassen, weil man kriegt da direkt schnell Kopfschmerzen, finde ich. Mhm. Wenn man so schnell irgendwelche Sachen im Kopf rendern muss und schneiden, rendern, hochladen, ist tatsächlich Arbeit. Okay, ich starte. Weiter geht's. Alle souveränen Zwergstaaten in Europa. San Marino. Andorra. Luxemburg. Vatikanstaat. Steh auf, mach den T-Wex zu stehen. Okay. Nee, da komm ich nicht mehr in den Sitz. Okay, weiter. Die 9 beliebtesten Milchersatzprodukte. Mandelmilch. Hafer. Soja.
Reis. Scheiße. Gerstensaft. Ach, hol das Ding noch. Bist du Milchtrinker? Ja. Aber auch Hafermilch oder nur die Milch von Kühen? Gerne Hafermilch. Mhm. Ich habe manchmal das Problem, dass mir das nicht schmeckt. Ja. Mhm. Ja. Alle Nachbarländer von Österreich. Deutschland. Schweiz. Italien. Vatikanstaat. Tschechien. Frankreich. Ah! Polen, ja, ja. Polen auch noch? Polen gibt's noch. Slowakei, Slowenien, Ungarn, Liechtenstein. Genau, genau. Es hätte so einfach sein können. Es hätte so einfach sein können, ist das Format natürlich schwierig. Schlag ein, deswegen jetzt mehr. Ich war in Österreich nur für Schnitzel. Ich war in Österreich Schnitzel auch für Schnitzel und ich finde Österreich total schön. Wien, ich auch. Du warst nur in Wien. Ja, ist ja Österreich, oder? Ja, aber in Österreich, du bist ja nur in Wien. Ich war in Österreich. So, komm, schau mir an, ob er Fako lebt. Natürlich, hier lebt. Okay. Zwei Matchbälle. Okay, los geht's. Alle Meistertrainer der Bundesliga seit 2000. Jürgen Klopp. Pep Guardiola. Jupp Heynckes. Klinsmann. Ottmar Hitzfeld. Ja! Gewinnt Dennis! Wer? Alles! Alles! Denn ich! Alles! Hammer! Großer Applaus für mich! Ach verdammt! Irgendwie kann ich diesen Quizformat nie punkten. Naja, trotzdem bin ich ein wertvoller, guter Mensch. Riesenapplaus für Dave! Ja! Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Dave! Vielen Dank. Gerne, liebe Freunde, Vorschläge für weitere Ausgaben in die Kommentare. Irgendwelche Fragen, die ihr aufgeschnappt habt oder irgendwelche Themenbegriffe oder Oberbegriffe, schreibt rein in die Kommentare. Wir werden es lesen und für die nächste Folge verwenden. Wer hat den Lego in dem Video entdeckt? Schreibt einen Timecode rein. Geh nun zur Golden Endcard oben. Hype um Survival-Touren im gefährlichsten Dschungel der Welt. Teil 1 von Y-Kollektiv. Das ist eine tolle Reportage. Und unten gibt's die letzte Folge. Wer weiß alles! Macht's gut, tschüss und ciao!